Hallo meine lieben Damen und Herren und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Escapists, The Walking Dead. The Walking Dead Version, sag ich mal besser. Und, ja, wir haben hier einen kleinen Brief bekommen und den lese ich euch jetzt vor. Hallo Rick, das Hallo habe ich mir jetzt einfach mal ausgedacht. Ich hoffe, dass du dich trotz der aktuellen Situation wenigstens ein bisschen ausruhen konntest, aber ich will, dass du weißt, dass sich Karl in guten Händen befindet und ich alles tue, was ich kann. Otis hat mir versichert, dass es wirklich nur ein Unfall war und ich glaube ihn. Ich hoffe, das kannst du auch. Wenn du wieder wach bist, solltest du an der Erzählung teilnehmen und deine Überlebensmoral aufrechterhalten. Ich komme später wieder zu dir. Rick. Herschel Green. Okay. Ja, dann gehen wir mal mit denen hier wohl raus. Nimm hier an den morgendlichen Zählungen teil. Das zeigt uns dieses Zeichen immer. Tägliche Routinen, ja, das habe ich gerade eigentlich schon erzählt, aber okay, als Anführer der Gruppe kannst du die Bedrohung durch die Streuner eindämmen, indem du konsequent an der Zählung teilnimmst, an den Gruppenmahlzeiten teilnimmst, Aufträge abschließt, nicht vergessen, behalte den Überblick über diese täglichen Routinen, um dich um deine Überlebenden zu kümmern und das Innere eures Unterschlupfes frei von Streunern zu halten. Folge dem roten Pfeil zu jeder Routine. Werde ich wohl machen. Okay. Hört auf mich. Los. Hör auf mich. Du auch. Und du erst recht. Hör auf mich. Du bitte auch. Hör auf mich. Hör auf mich. Na los. Ja. Glaubt ihr, dass sie zur Bank gehen? Ja, zur Bank gehen wäre ganz cool. Nimm am Frühstück teil, das machen wir natürlich auch, bitte. Danke. Und wir sind sogar Erster. Haha. Wir sind Erster. Und setzen uns dann also auch als Erstes. Hehe. Wir sind die Besten. Du kannst ja schon lange über bestimmte Gedanken machen. Das ist verständlich. Ja, ich denke, schlechtes Gefühl bei der Sache. Ach du Scheiße. Morgen und verdammt. Okay. Das Vorfall mehr, ja, wer weiß das schon. Ja, okay. Komische Gespräche. So. Ich bin mir einfach nicht mehr sicher. Ich bin mir einfach nicht mehr sicher, okay. Ja, dieser Ort ist ein großartiger, aber macht es euch nicht zu gemütlich. Es gibt Tageszeiten, an denen du keine täglichen Routinen hast. Das ist jetzt eine davon. Und in dieser Zeit durchsuchen wir hier auch ein bisschen Zeug einfach mal. Das hier ist beispielsweise ein Rucksack, den durchsuchen wir natürlich wieder. Und da haben wir ein Rezept, eine Pfeile und ein Holz. Das ist ein improvisierter Griff, okay. Und da haben wir dann beispielsweise das Ding hier. Das können wir ganz schnell mal als Waffe auswählen. Dann haben wir nämlich zuerst schon mal so eine Grundwaffe. Da habe ich auch gerade schon einen Streuner wieder mal gehört. Zumindest habe ich da gerade irgendwas auf dem linken Ohr gehört. Nicht rechten Ohr. Oh. Das ist ja natürlich auch ein bisschen was. Härtegarn, Besenstiel, Pfeile. Oh, ein Baseballschläger ist natürlich schon sehr gut. Elektrischer Schraubendreher ist, glaube ich, eine schlechtere Waffe, aber nehmen wir auch mal mit. So ein paar Waffen einfach. Aber den hier will ich ganz gerne ausgerüstet haben, weil... Baff. Damit, glaube ich, hauen wir ja noch ganz gut rein. Oder den hier mal. Okay. Nee, ich lasse es lieber. Wir lesen von Büchern steiger so deine intellektuelle Zeug. Spiele. Okay, wir spielen. Was auch schön. Kann man auch mal machen. Hier können wir auch wieder spielen. So, wir spielen jetzt hier eigentlich nur. Wir datteln jetzt hier die ganze Zeit. Bekommen aber dadurch irgendwas dazu. So, ich denke mal, es ist gar nicht mal so schlecht. Hier oben sehen wir dann halt, wie viel Zombies hier unterwegs sind. Ich denke, es ist gar nicht mal so schwer. Noch ein bisschen was aus, also ein paar Leute auszurüsten, da weiß ich zwar noch eigentlich gar nicht, wie das geht. Zumindest vom Spiel her weiß ich das noch nicht. Aber ich persönlich weiß es ja. Deswegen mache ich das ja mal gerade. Ich rüste mal so, schon mal so ein paar Leute einfach aus. Damit die halt auch Bescheid wissen hier. Ja, okay. Jetzt müssen wir Arbeitspensum, Wässereistelle, Gruppenaufgaben. Wir müssen jetzt ein bisschen hier arbeiten. Machen wir mal ganz schnell. Wir müssen hier hin. Und jetzt müssen wir nämlich so ein bisschen arbeiten.
So, wir haben jetzt ja erstmal die 1 muss da rein und die 4. So. Dann nehmen wir uns direkt wieder schmutzige Wäsche. Da ist saubere Wäsche. Und das da bitte direkt rein wieder. Das habe ich hier gerade vergessen. Das ist natürlich schon mal super. So. Wieder direkt zweimal was Neues. Ach, ups. So. Na, die 4 bitte. Danke. So, 1. Und zack. Und hier noch das letzte Stückchen saubere Wäsche. Damit haben wir unser Arbeitspensum tatsächlich sogar schon erreicht. Das ging natürlich jetzt flott. Wir machen aber noch ein bisschen weiter. Dann ist ja egal. Oder wir machen jetzt halt Freizeit. Können wir auch machen. Wir können auch hier ein bisschen rumlaufen, aber ist jetzt eh zu Ende. Denn wir müssen jetzt auch schon zum Mittagessen gehen. Denn wir haben Hunger. Eigentlich ja nicht, aber gut. So, hallo. Wer ist das denn? Geht langsam aufwärts, oder? Naja, es geht, ne? Wie gesagt, durch die komplette Situation, die wir hier jetzt momentan so ein bisschen haben, weiß ich noch nicht, ob das so aufwärts geht. Tyrese, ich erwarte nicht, dass du etwas tust. Okay. Lori, geht es dir etwas besser? Nö. Nicht scheinbar so einfach zu sein. Alles fühlt sich so verdammt schwer an, sagt der Glenn. Ich hoffe, unsere Vorräte reichen aus. Oder? Das hoffe ich doch auch mal. Geh zu Karls Krankenbett. Also bitte, für Rick. Herschel, kann ich irgendwie helfen? Rick, dein Junge braucht jetzt eine Operation. Du musst mir ein paar Dinge besorgen. Kann ich machen. Was brauche ich denn beispielsweise? Brauche eine Zange. Da zeigt mir der Pfeil an. Okay, die ist da. Die ist da. So. Die nehmen wir dann natürlich auch mit. Eine Zange kann man immer gut gebrauchen, denke ich mal. Haben wir Tyrese beispielsweise? Haben wir dem schon eine Waffe gegeben? Nee, ne? Okay. Na, die kriegen gerade alle nur eine Nahkampfwaffe. Das ist mir bewusst, aber trotzdem. Weil ich weiß nicht, ob hier irgendwann Zombies reinkommen oder sowas in der Art. Na, das wäre natürlich ganz bescheiden. Wenn da sehe ich doch auch welche. Oder spinne ich gerade? Naja, okay. Da oben sehe ich auch rein. Oh, eine Pistole. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Da sehe ich auch ein. Wie gesagt, ich habe ein bisschen Angst, wie gesagt, dass die hier halt alle reinkommen. Oh, eine Pfeile und ein Holzstück. Bringt mir gerade aber nichts, deswegen nehme ich es nochmal rein. Was haben wir hier? Ein schöner Rucksack. Und eine Bauanleitung, ne, bitte. Ein Erntegarn, Holz, ist eine Nahkampfwaffe der ganzen Schaden. Aha. Okay. Ich bräuchte eine Sichel. Weil wo so ein Holzding ist, weiß ich. Ach. Oh, siehst du mal. Also, wo ja Holz ist und wo Erntegarn ist, weiß ich ja. Das. Ach, wo ist denn jetzt das Holzstück? Hier war doch eben noch Holz dran. Oder spinne ich? Bin ich jetzt total bescheuert? Ne, da war nur die Pistole drin. Da war eben. Das war hier, genau. So war das. So. Wie gesagt, wenn etwas ernsten Schaden anrichtet, dann will ich das haben. Wie? Ach, ich brauche mehr Intellekt, um das bauen zu können, okay. Ich denke aber mal ganz ehrlich, dass tatsächlich so eine Sichel, also die beiden Sachen tun wir jetzt erstmal weg, dass so eine Sichel halt auch ganz gut ist eigentlich im Kampf. Vielleicht sogar besser als ein... Ich nehme die mal selber. Ich denke, damit kann ich auch ein bisschen was anfangen. So, wir brauchen aber immer noch das Arzneimittel. So, du machst Witze, oder? Worüber mache ich Witze? So, jetzt müssen wir hier das wieder zusammencraften alles. So, und damit haben wir ein Operationsset. Das müssen wir jetzt zu Herschel bringen. Und
das dann neben dem Ausrüsten. Ihm ausrüsten, also ihm geben. Dafür müssen wir uns neben ihn stellen und halt F drücken, das, was ich halt eben gemacht habe, ne? So, Überlebende rekrutieren, ein Symbol, also wir können jetzt auf den klicken. So, und jetzt verfolgt er uns eigentlich. Genau, jetzt folgt er uns. Wir müssen den jetzt halt zu Karls Bett bringen. Wir müssen ihm natürlich nochmal zeigen, wo unser Junge liegt. Und, jetzt gibt es hier eine kleine Operation. Und er hat die Kugel herausgeholt und die Blutung stoppen können. Ja, und jetzt machen wir mit Q, lassen wir ihn wieder frei. So blöd es halt klingt. Jetzt nehmen wir hier mal Glenn mit. Jetzt nehmen wir Tyrese mit. Hey Dale. Sag mal. Du hast noch gar keine Waffe. Dich nehmen wir natürlich auch mit. Maggie. Hallo Maggie. Du hast schon eine Waffe. Kommst du, vielleicht. Trotzdem. Hey. Nur so. Okay. Ich glaube, die will nicht mitkommen. So. Und jetzt hier in der Scheune bewahren wir unsere Toten auf. Tote? Was meinst du mit Tote? Die Toten, die den ganzen Ärger hier verursachen. So, Überlebende bewaffnen. Du kannst Überlebende mit Waffen und Rüstungen ausstatten. Stell dich neben einen Überlebenden. Wähle Gegenstand aus, um den Überlebenden geben möchtest. Alle dir folgenden Überlebenden können angreifen. Stell dich neben einen Überlebenden und drücke. Wähle dann ein Ziel aus und bestätige mit. Okay. Vorsicht. Es wird nicht empfohlen, unbewaffnet gegen einen Streuner zu kämpfen. Okay. Wie gesagt, wir haben jetzt eigentlich alle hiervon ausgerüstet. Letztes Ziel. Erkunde das Level, um deine Überlebenden zu bewaffnen und säubere die Scheune von allen Streunern. Okay, ja, dann gehen wir mal lieber noch ein bisschen weiter. Ihr macht... Geht ruhig nochmal. Geht ruhig nochmal. So. Die sollen lieber nochmal ein bisschen was machen. Wir müssen ja jetzt ja... Das ist jetzt ja noch nicht klären. Muss mal gerade nachschauen. Okay. Ups. Ich schau mal gerade noch ein bisschen hier. Weil wir wollen uns natürlich auch gut vorbereiten, bevor wir da halt jetzt dann auch loslegen und Angriffe führen gegen die Untoten. Deswegen gucke ich jetzt gerade hier mal so ein bisschen. Einen Schreibtisch haben wir hier, okay. Was haben wir da? Ein Radio, eine Postkarte, Klebstoff. Okay, die Postkarte bringt mir nichts. Ja, okay. Dann gehen wir hier mal rein. Schreibtisch von Dale. Können wir auch mal gerade gucken. Eine Rasierklinge. Ah, ein Schraubendreher ist beispielsweise auch eine gute Waffe, denke ich. Was war das denn? Falsch gesehen? Ne, es ist Samen, okay. Oh, ein Beil ist natürlich auch eine sehr, sehr gute Waffe. Den nehme ich mir aber wieder mal. Ich glaube, wir sind doch eigentlich... Haben wir schon alle ausgerüstet, tatsächlich. Mir würde gerade zumindest keiner mehr einfallen. Der... Oh, guck mal, wir können hier sogar raus. Ah, aber wir müssen Abendessen, okay. Okay. Dann gehen wir noch Abendessen und dann, weiß ich noch nicht, was wir dann machen. Wir können dann noch ein bisschen trainieren. Ja, das geht auch. Oder noch die ein oder andere Quest machen. Das wäre auch vielleicht nicht so schlecht. So, aber erstmal gehen wir hier, wie gesagt, essen. Ein Essenstablett nehmen und hinsetzen. So, oh Rick, was machen wir nur? Ja, da frage ich mich auch mal. Ich weiß es nicht, Lori. Ich weiß es einfach nicht. Tja, ich weiß es echt nicht. Was kann man denn so alles machen? Wir müssen bei Kräften bleiben. Ja, das stimmt wohl. So, Abendtag 1. Wie gesagt, ich muss jetzt nicht arbeiten, aber ich kann mir hier fragen. Maggie Rick, hast du Wanderer gesehen? Sie haben meinen Eimer genommen. Es macht mich krank. Bitte hol ihn von diesem Monster. Okay. Du kannst Geld verdienen, indem du Aufgaben für deine Überlebenden erledigst. Angeblich bieten manche Überlebende Gegenstände zum Verkauf an. Wie zum Beispiel
Munition und Waffen. Tagsüber suchen sie nach verwertbaren Gegenständen und bieten ihre Dienste zwischen 0 Uhr und 6 Uhr an. Angeblich. Praktisch. So, Aufgabe ist hier. Dafür müssen wir hier raus. Oh, das werden beispielsweise halt nicht. Au, au, au. Ich werde hier angegriffen. Boah, der ist ja... Der hat mich getötet. Fuck. Okay. Das lief nicht ganz wie geplant. Ich war ruhig. Du musst vorsichtiger sein. Bessere Kampfsituation vorbereitet. Vielleicht solltest du eine Möglichkeit finden, zuverlässigen Schutz für dich herzustellen. Vielleicht solltest du dasselbe für deine Überlebenden tun und sie ebenfalls mit Waffen ausstatten, bevor sie sich in eine so gefährliche Lage begeben. Nicht vergessen, mit der Ansichtskarte kannst du dein aktuelles Ziel einsehen. Ja, super. Wir haben aber gerade hier einen ordentlichen Zuwachs an Zombies tatsächlich. Das gefällt mir gerade gar nicht. Gut, wir sind alle relativ gut ausgerüstet, zum Glück. Beispielsweise er hier. Okay. Hinlegen. Der hat nichts dabei. Okay, schade. Damit sind wir auf 30% irgendwie wieder runter. Ich weiß halt nicht, was die Prozentzahl genau bedeutet. Bla bla bla, hört auf mich. Bla bla bla. Bla. Wenn wir wirklich Glück haben, werden wir nicht große, wenn wir auf eine große Gruppe stoßen. Plötzlich werde ich von etwas übermannt, von dem ich dachte, wir hätten es hoffnungslos verloren. Bla bla bla. Ist ja alles schön und gut. Herschel, kommst bitte mit. Vielleicht müssen wir das da ein bisschen reinigen. Ich weiß es gerade nämlich nicht. Okay, also ihn hier müssen wir auf jeden Fall mal wegbekommen. Alter, ich glaube, Alter, der hätte beinahe Herschel getötet, ne? War also auch nicht schön. Nee, du. So. Ah, eine Zange. Siehst du mal. Zangen sind beispielsweise gar nicht schlecht. Kann man gut gebrauchen. Oh, wir müssen frühstücken. Oh, ich habe vergessen zu frühstücken. Ich habe da vergessen. Ich muss ja frühstücken. Muss mal frühstücken. Entschuldigung, hab vergessen, dass ich frühstücken muss. Entschuldigung. Hab ich auch irgendwie echt nicht dran gedacht. Guck mal, ich glaube, ich bin wieder geheilt. Wieder voll geheilt. Oh nein. Oh Gott. Ja, ich bin schon wieder tot. Bin ich jetzt ganz tot oder wache ich jetzt einfach nur am nächsten Tag wieder auf? Ach du Scheiße, aber ich glaube, wir haben jetzt zwei Tote oder so. Nee, hä? Was? Ach du Scheiße. Ich hätte Herschel, hätte ich schützen... Ach du meine Güte. Ja gut, das hat ja super geklappt. Gut, ich verabschiede mich dann mal für die erste Folge. Wir müssen dann nochmal komplett von vorne anfangen. Tut mir leid. Wir sehen uns am nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play The Escapist The Walking Dead. Tut mir leid. Das war jetzt echt ein großer Fail. Okay, auf Wiedersehen. Tschüss.